Moin Community und willkommen im Brettspielzimmer. Heute zu einem neuen Regelvideo. Und zwar dreht sich heute alles um das Kartenspiel Der Herr der Ringe, das Kartenspiel. Das ist ein Deckbuilding-Spiel bzw. ein Living Card Game, bei dem der Spielspaß und die Variantenmöglichkeit mit jeder Erweiterung erhöht wird. Jede Erweiterung liefert dir und den anderen Mitspielern sowohl neue Optionen und strategische Möglichkeiten, dein Deck zu gestalten. Selbstverständlich gibt es auch neue Szenarios und wenn du im Kampagnenmodus spielst, kannst du deine Kampagne weiterführen. Kurz ein paar Sachen zum Spiel. 1 bis 4 Spieler, also solo spielbar. Ganz wichtig, das Spiel ist kooperativ. Wir alle spielen gegen das Spiel. Circa 30 Minuten pro Spieler, also zwischen 30 und 2 Stunden. Kooperativ, wie ich ja schon sagte, und 1 bis 4 Spieler. Ganz ehrlich, für jeden Herr-der-Ringe-Fan ein absolutes Muss, wenn man auf Deckbuilding steht. Wenn ihr denkt, was ist das denn für eine Version? Das ist die Neuauflage. Die andere Version sah so aus. In der Neuauflage des Grundspiels sind jetzt so viele Karten drin, dass du es direkt mit 4 Spielern spielen kannst. Sprich, es sind 4 Starter-Sets dabei. Außerdem sind hier neue Gunst- und Bürdenkarten enthalten, sowie die Kampagnenkarten, die du verwenden kannst, um die Szenarios des Grundspiels in einer Kampagne miteinander zu verbinden. Das ist na klar richtig cool. Und heute gibt es wie immer die Anleitung inklusive Spielaufbau und Spielablauf. Auf geht's nach Mittelerde. Eine kurze Übersicht. Hier gibt es den Aufbau für 2 Spieler. Das ist der Startspielerstein, der Bedrohungsmarker, das Deck von diesem Spieler, seine 3 Helden, das gleiche auf der gegenüberliegenden Seite, Bedrohungsmarker, Deck und die Helden vom anderen Spieler. Hier liegen die Abenteuerkarten und das ist die Aufmarschzone. Dann haben wir hier noch den Vorrat von allen Tokens und das Begegnungsdeck von unserem Gegner. So ist eine Karte spielbereit und so ist sie erschöpft bzw. getappt für alle Magic-Spieler. So, wie gewinnen wir bzw. verlieren wir? Mittelerde ist ein gefährliches Pflaster, aber schaffen wir, das Abenteuer durchzustehen, dann gewinnen wir gemeinsam das Spiel. Sollten alle Spieler ausscheiden, verlieren wir gemeinsam. Ein Spieler scheidet aus, wenn entweder alle seine Helden gestorben sind oder sein Bedrohungsmarker auf 50 ist. Wenn dann beide ausgeschieden sind, hat das Spiel gewonnen. So, bevor wir zur Spielvorbereitung kommen, ganz wichtig, habt ihr irgendwann in dem Video irgendwelche Fragen, dann ab damit unten in die Kommentare. Und nicht vergessen, hier oben gibt es noch 140 andere Regelerklärungen zu alten, neuen und klassischen Spielen. Schaut gerne einfach mal rein. Aber jetzt kommen wir zur Regelerklärung, die Spielvorbereitung. So, es gibt insgesamt 4 Startdecks. Wir haben uns einmal hier für die Führung entschieden und hier für den Geist. Jeder Spieler nimmt dann die 3 dazugehörigen Helden und sucht sich seine Karten aus dem großen Deck heraus. Er benötigt die Karten 13 bis 27 und zweimal das Exemplar 73. Die Kartennummern findet ihr unten rechts. Und er nimmt sich alle Karten von 43 bis 57 und nimmt sich auch 2 Exemplare von 73. Welche Karten zu welchem Deck gehören, findet ihr auf Seite 5. Solltet ihr schon öfters das Spiel gespielt haben, könnt ihr euch auch ganz eigene Decks zusammenstellen. Das Thema behandeln wir hier aber nicht, aber schaut gerne auf Seite 26. Da ist alles detailliert beschrieben, wie man was zusammenstellen kann, beziehungsweise 2 Standarddecks zusammenmischen. Aber jetzt wieder zu den normalen Startvorbereitungen. Für das Einführungsszenario benötigen wir 1A, 2A, 3A und nochmal 3A mit dem Baumsymbol jeweils hier unten rechts. Unser Szenario heißt Weg durch den Düsterwald. Für dieses Szenario werden bestimmte Begegnungskarten benötigt. Dafür durchsucht ihr das große Deck und sucht alle Begegnungskarten mit dem Baum, mit der Spinne und mit dem Ork drauf. Oder einfach gesagt, alle Karten von 74 bis 80 und 89 bis 100. Die sind hier, die werden dann richtig gut gemischt. Dann werden die Heldendecks gut gemischt und ihre Helden bereitgelegt. Dann wird der Anfangsbedrohungswert berechnet, indem du alle 3 Werte oben addierst. 29 hier und hier 24. Dann werden die Marker vorbereitet. Da haben wir einmal die Schadensmarker, die Ressourcenmarker und die Fortschrittsmarker. Dann wird ein Startspieler durch Zufall ausgewählt und jeder Spieler zieht dann 6 Handkarten.
Gefallen dir deine Startkarten nicht, kannst du einen Mulligan nutzen, indem du alle wieder reinmischt und nochmal 6 neue Karten ziehst. Dann wird das Abenteuer vorbereitet, 1 wird auf 2 gelegt und die Dreierkarten ganz unten. Dann werden die Vorbereitungsanweisungen des Szenarios durchgeführt. Vorbereitung, durchsuche den Begegnungsstapel nach einer Kopie von einer Waldspinne, erledigt, und eine Kopie von der alten Waldstraße und füge sie der Aufmarschzone hinzu. Dann wird das Deck wieder gemischt. Wenn wir das abgearbeitet haben, drehen wir die Seite A auf B um. Dann gibt es hier einen kleinen Storytext und wir sehen hier die 8. So viel Fortschrittsmarker benötigen wir, um dieses Teilabenteuer abzuschließen. In diesen Bereichen vor jedem Spieler ist die Kampfzone. Hier werden Gegner hingelegt, die mit dem Spieler kämpfen. Das ist die Aufmarschzone, nicht zu verwechseln. Das war die Spielvorbereitung, kommen wir jetzt zum Spielablauf. Herr der Ringe, das Kartenspiel, ist rundenbasiert und jede Runde ist in 7 Phasen unterteilt, welche die Spieler in der folgenden Reihenfolge abhandeln. Nummer 1, Ressourcenphase, 2, Planungsphase, 3, Abenteuerphase, 4, Reisephase, 5, Begegnungsphase, 6, Kampfphase und zu guter Letzt die Auffrischungsphase Nummer 7. Sobald alle 7 Phasen abgehandelt worden sind, ist die Runde vorbei und das Spiel geht mit der Ressourcenphase der nächsten Runde weiter. Dann ist nicht der nächste Spieler dran, sondern einfach die nächste Runde. Jede Phase durchleben die Spieler gleichzeitig bzw. nacheinander. Kommen wir jetzt zur detaillierten Erklärung der Phasen. Phase 1, Ressourcen. In dieser Phase sammeln die Helden Ressourcen. Das bedeutet, jeder Held bekommt einen Ressourcenmarker unter sich gelegt. Und dann zieht jeder Spieler eine Handkarte. Wichtig, es gibt kein Handkartenlimit. Dann kommen wir schon zur Phase Nummer 2, Planung. In dieser Phase kann der aktive Spieler zusätzlich zum Auslösen der Fähigkeiten seiner Charaktere auch Verbündete Verstärkung von seiner Hand spielen. Um Karten von seiner Hand spielen zu können, musst du hier oben den Wert bezahlen von deinen Ressourcen. Du darfst die Ressourcen von einem Helden nehmen oder auch von mehreren. Ganz wichtig, dieser Held, dieser und dieser haben alle das Symbol hier unten rechts. Spielst du mit einem selbst zusammengebauten Deck und du hast unterschiedliche Helden da, die unterschiedliche Symbole haben, dann musst du schauen, denn dieser Held produziert nur dieses Symbol, genauso wie die anderen. Hast du dann andere Karten auf der Hand mit einem anderen Symbol, dann kann dieser Held nicht den Vorratsmarker abgeben, um zum Beispiel diese Karte zu spielen. Denn für diese Karte benötigst du so einen Sternvorrat. Und das produzieren die ja nicht. Aber mit den Startdecks musst du dir darüber keine Gedanken machen, denn alle produzieren das Gleiche und alle Karten in deinem Deck brauchen auch nur diese eine Ressource. Ausgegebene Ressourcen kommen dann wieder in den Vorrat zurück. Du kannst jetzt so viele Karten von deiner Hand ausspielen, wie du Ressourcen hast oder du sparst. Wenn du das erledigt hast, ist der nächste Spieler dran. Auch er kann dann seine Handkarten ausspielen mit seinen Ressourcen. Wenn ihr das abgeschlossen habt, dann kommen wir zu Nummer 3, Abenteuerphase. So, in der Abenteuerphase haben jetzt die Spieler die Gelegenheit, nacheinander eine Anzahl von Charakteren in das Abenteuer zu schicken. Charaktere sind entweder Verbündete oder Helden. Ich starte wieder und möchte gerne diesen und diesen Helden in das Abenteuer schicken. Wenn man welche hinschickt, muss man sie erschöpfen. Der Spieler schickt diesen Helden auch ins Abenteuer. Wenn das erledigt ist, gibt es den Aufmarsch. Und pro Spieler wird dann eine Karte vom Begegnungskartenstapel gezogen. In diesem Fall 2. Dann wird geschaut, hat die Begegnungskarte den Effekt, wenn aufgedeckt? Nein. Hier ja, wenn aufgedeckt. Jeder Charakter, der sich gerade einem Abenteuer stellt, erhält bis zum Ende der Phase minus 1 auf die Willensstärke. Also er und er verlieren jeweils eine Willensstärke. Gegner, Orte und Ziele kommen hier in die Aufmarschzone. Ziehst du eine Verratskarte, wird sie abgehandelt und danach auf den Ablagestapel gelegt. Jetzt wird das Abenteuer abgehandelt. Die Summe der Willensstärke
aller Charaktere, die sich jetzt diesem Abenteuer stellen, wird jetzt addiert. Hier ja nur 3, nur 1 macht insgesamt 5. Und jetzt wird der Widerstand aller in der Aufmarschzone befindlichen Karten addiert. 2, nochmal 2, 1 und 3 macht zusammen 8. Aber falls der Wert höher ist, wie in unserem Beispiel, war das Abenteuer nicht erfolgreich. Jeder Spieler muss dann den Bedrohungsgrad um 3 erhöhen, weil die Differenz 3 ist. Solltet ihr jetzt die 50 erreichen oder überschreiten, scheidet der jeweilige Spieler aus. Falls es zu einem Unentschieden kommt, passiert gar nichts. Falls unsere Willensstärke höher ist, haben wir erfolgreich dem Abenteuer uns gestellt und kommen dem Abenteuer voran. Eine Anzahl von Fortschrittsmarker, die Differenz zwischen uns und dem Spiel ist, werden dann auf die Abenteuerkarte gelegt. Also mal ein anderes Beispiel. Hätten wir eine Stärke von 8 und die nur einen Widerstand von 5, würden wir hier 3 Marken drauflegen. Wir müssen insgesamt 8 Marken haben, um dieses Abenteuer zu bewältigen. Überzählige Fortschrittsmarker werden dann auch noch hier draufgelegt. Diese 3 Charaktere sind bis zum Rundenende nicht mehr einsatzbereit, weil sie sich dem Abenteuer gestellt haben. Kommen wir jetzt zur Nummer 4, Reisephase. Die Spieler haben jetzt als Gruppe die Gelegenheit, zu einem Ort in der Aufmarschzone zu reisen. Das ist ein Ort. Dafür wird dann dieser Ort der Aufmarschzone entfernt und neben das Abenteuerdeck gelegt. Und dadurch wird der Ort aktiv. Darum ist er hier oben. Und dann müssen wir nicht das Abenteuer erstmal bearbeiten, sondern erstmal den Ort. Hierfür benötigen wir dann 3 Fortschrittsmarker, um diesen Ort abzuschließen und dann wieder uns dem Abenteuer widmen zu können. Die Spieler dürfen immer nur zu einem Ort reisen. Befindet sich hier oben schon ein Ort, kannst du nicht einen zweiten Ort dazulegen. Total vergessen, wenn wir zu einem Ort reisen, müssen wir auch den Kartentext dann durchführen. Und der besagt, der Startspieler darf einen Charakter seiner Wahl wieder spielbereit machen. Da drehen wir dann ihn wieder so hin. Kommen wir jetzt zu Phase Nummer 5, Begegnung. Jeder Spieler in Spielerreihenfolge hat jetzt die Möglichkeit, einen Gegner in der Aufmarschzone in einen Kampf zu verwickeln. Dazu wird der Gegner von der Aufmarschzone in die Kampfzone des Spielers gelegt. Ich entscheide mich, die Spinne hier hinzulegen und der Spieler nimmt die andere Spinne. Er bleibt weiterhin in der Aufmarschzone. Kommen wir jetzt zu den Kampfproben. Nachdem jeder Spieler ja die Gelegenheit hatte, einen Gegner freiwillig in den Kampf zu verwickeln, müssen die Spieler jetzt eine Reihe von Kampfproben ablegen. Das bedeutet, wir beginnen beim Startspieler und dann im Uhrzeigersinn müssen sie so lange Kampfproben ablegen, indem wir den Bedrohungsgrad von uns mit dem Bedrohungsgrad der Gegner vergleichen. Das nennt sich Kampfprobe. Also da kämpfen wir nicht, wir vergleichen nur den Bedrohungsgrad mit unserem jeweiligen Bedrohungsgrad. Der Gegner in der Aufmarschzone mit dem höchsten Kampfbereitschaft, das ist ja er, wir haben ja nur einen, 35, die gleich hoch wie oder kleiner als der Bedrohungsgrad des Spielers ist, verwickelt diesen Spieler dann automatisch in einen Kampf. Aber wir haben nur 32, er 35, also verwickelt er uns nicht in einen Kampf. Dann machen wir hier eine Kampfprobe, 35 zu 27 auch nicht. Hätten wir einen gleichen oder höheren Wert, dann würde er uns in einen Kampf verwickeln. Aber in diesem Fall passiert nichts. Sollten hier zum Beispiel 3 oder 4 Gegner liegen, kommt es zu einer Kampfprobe. Wenn mein Bedrohungswert höher ist oder gleich hoch, kommt er zu mir. Dann wird mit der nächsten Gegner hier geschaut. Dann bekommt er vielleicht auch noch einen. Und dann würde ich vielleicht auch noch einen bekommen. Das passiert so lange, bis wir jeden Gegner hier in der Aufmarschzone durchgearbeitet haben. Dann könnte die Aufmarschzone auch leer sein und jeder von uns hat viele Gegner hier in der Kampfzone. Ganz egal, ob du den Gegner freiwillig gewählt hast oder er mit einer Kampfprobe zu dir kommt, in Phase Nummer 6 musst du gegen alle kämpfen, egal wie sie zu dir gekommen sind. Kommen wir jetzt auch zu Phase Nummer 6, Kampfphase. In dieser Phase finden dann Gefechte und Schlachten zwischen den Helden, Verbündeten
und den Gegnern statt. Als allererstes bekommt jeder Gegner dann eine Schattenkarte zugeteilt, dann greifen die Gegner uns an und anschließend greifen wir dann die Gegner an. Aber jetzt im Detail. Kommen wir dann zu den Schattenkarten. Zuerst beginnen wir beim Startspieler und dann bekommt jeder Gegner eine Schattenkarte zugeteilt. Beginnend immer beim Gegner mit dem höchsten Wert und dann abfallend. Hier haben wir nur einen Gegner, dann gehen wir zum nächsten Spieler und er bekommt auch eine Schattenkarte. Jetzt suche ich mir einen Gegner aus, der mich angreift. Habe ich mehrere zur Auswahl, habe ich die freie Wahl. Dann kann ich einen Charakter wählen, der mich verteidigt. Wenn ich ihn zum Beispiel wähle, muss ich ihn erschöpfen. Oder ich habe die Wahl, ich verteidige nicht und er greift unverteidigt an. In jedem Fall wird die Schattenkarte aufgedeckt und geschaut, ob hier Schatten steht. Nein, hier steht nicht Schatten, also wird die Karte abgeworfen. Jetzt kommt es zum Angriff. Wenn ich ihn wähle, erschöpfe ich ihn. Er greift mit 5 an. Ich verteidige mit 2, also würde dieser Charakter noch 3 Schadenspunkte bekommen. Das möchte ich nicht, darum verteidige ich mit ihm. Er würde jetzt 5 Schadenspunkte bekommen, weil er keine Rüstung hat und dann scheidet er aus dem Spiel aus. Oder die andere Option wäre, er greift an, ich wähle keinen Verteidiger und ich muss jetzt einem meiner 4 Charaktere 5 Schadenspunkte verteilen. Da könnte ich auch ihn wählen, weil er ja erschöpft ist. Aber ich wähle auch ihn. Und dann kommt er aus dem Spiel. So, jetzt würde der nächste Gegner angreifen und so würden wir das durchspielen, bis alle Gegner einmal angegriffen haben. Wenn das erledigt ist, dann kommen wir zu meiner Angriffsphase. Jetzt ist der Spieler dran und darf mit seinen Charakteren die Gegner in der Kampfzone angreifen. Und das mit so viel Charakteren auf einen Gegner, wie er möchte. Hätte ich also hier 4 Charaktere, dürfte ich auch mit allen, die kampfbereit sind, einen Gegner angreifen oder einfach nur jeweils 1:1. Ich entscheide mich, mit diesem und diesem Charakter anzugreifen. Er hat einen Angriff von 3, er einen von 2, das macht 5, Rüstung 2, also würde er jetzt 3 Schadenspunkte erleiden. Und alle Charaktere, die angreifen, müssen erschöpft werden. Jetzt greifen die Gegner diesen Spieler an. Auch hier decken wir die Karte auf. Kein Schatteneffekt, also wird die Karte abgelegt. Er hat einen Angriffswert von 2. Ich schaue, was mache ich. Ich lasse ihn unverteidigt durch und verteile die 2 Schadenspunkte, die er anrichtet, auf diesen Helden. Jetzt ist der Spieler dran und kann diesen Gegner angreifen. Hier wähle ich auch beide Charaktere aus. Da haben wir einen Angriffswert von 1 plus 2 macht 3, Verteidigung von 1, also bekommt er 2 Schadenspunkte. Hätte ich jetzt noch mehr Charaktere und noch mehr Gegner, könnte ich die dann auch noch angreifen. Jetzt endet die Phase und jetzt kommen wir zur Auffrischungsphase Nummer 7. Alle erschöpften Karten werden gleichzeitig spielbereit gemacht. Jeder stellt seinen Bedrohungsgrad um einen nach oben und der Startspielermarker wird weitergegeben. Jetzt sind alle 7 Phasen durchgespielt und jetzt starten wir wieder mit dem neuen Startspieler und Phase 1 bis 7. Dann wechselt wieder der Startspieler und das passiert so lange, bis entweder wir gewinnen oder das Spiel. So, das war die Regelerklärung zum Spielaufbau und Spielablauf. Jetzt könnt ihr mit eurer allerersten Partie loslegen. Sollten dann während der Partie Fragen kommen, schaut einfach bitte in das Regelwerk oder in das Referenzhandbuch. Denn ihr werdet nach und nach neue Karten ziehen, auf denen neue Schlüsselwörter stehen, die ihr noch nicht kennt. Schaut dazu dann einfach, wie gesagt, in die Einleitung, liest diesen Abschnitt einfach kurz laut vor und spielt dann einfach direkt weiter. So haben wir das bis jetzt bei jeder Partie gemacht und das hat sich absolut bewährt. Und solltet ihr jetzt noch irgendwelche Fragen haben, dann ab unten in die Kommentare. Ich würde mich sehr über einen Daumen hoch und ein Abo freuen und schaut hier oben gerne noch meine weiteren 140 Regelerklärungen zu alten, neuen und klassischen Spielen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen und wir sehen uns in der Zukunft. Ganz liebe Grüße, euer Robert.